Ja, liebe Gemeinde, ich möchte euch alle ganz herzlich zu diesem zweiten Passionsgottesdienst begrüßen. In diesem Gottesdienst feiern wir wieder den Namen Gottes, des Vaters, seines Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes. Im Johannesevangelium, im 3. Kapitel, Vers 16, da ist die Rede davon, Jesus sagt das: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es ist deshalb wichtig, dass wir uns immer wieder auch bewusst machen, was unser Herr Jesus Christus mit seinem Leiden und Sterben für uns getan hat. In einigen Liedern, die wir heute singen wollen, ein Stück aus der Passion unseres Herrn, betrachten wir das Leiden und wir wollen dann auch ein Stück über die Person von Pilatus nachdenken. Jetzt möchten wir aber zunächst das erste Lied singen, was jetzt hier angezeigt wird, hoffe ich. Wir wollen beten. Herr unser Gott, lieber himmlischer Vater, wir sind hier zusammengekommen, um an das Leiden und Sterben deines Sohnes Jesu Christi zu denken. Er hat um unsere Sünde willen gelitten und die Schuld, die wir begangen haben und noch begehen werden, in Gedanken, Worten und Taten durch seinen Tod am Kreuz gesühnt. Dadurch sind wir gerecht geworden vor dir.
Das können wir nur staunend und dankbar im Glauben annehmen. Wir danken, Herr, für deine große Liebe und Geduld für uns. Heute, Herr, wollen wir von Menschen hören, die zur Verurteilung von Jesus beigetragen haben. Herr, segne die Andachtstunde und sei mit deinem Geist gegenwärtig. Amen. Wir singen jetzt das Lied 555. Stimmt? Lesung aus Markus 15. Und alsbald am Morgen hielten die hohen Priester Rat mit den Ältesten und Schriftgelehrten, dazu der ganze hohe Rat, und sie banden Jesus und führten ihn ab und überantworteten ihn Pilatus. Und Pilatus fragte ihn: Bist du der Judenkönig? Er aber antwortet ihm, sprach: Du sagst es. Und die hohen Priester beschuldigten ihn hart. Pilatus aber fragte ihn abermals und sprach: Antwortest du nichts? Siehe, beharrt sie dich verklagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte. Er pflegte ihn aber zum Fest einen Gefangenen loszugeben, welchen sie erbaten. Es war aber einer, genannt Barabbas, gefangen mit den Aufrührern, die beim Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf und bat, dass er tue, wie er ihn zu tun pflegte. Pilatus aber antwortete ihnen: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er kannte, dass ihn die hohen Priester aus Neid überantworteten hatten. Aber die hohen Priester wiegelten das Volk auf, dass er ihn viel lieber Barabbas losgebe. Pilatus aber antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Was wollt ihr denn, dass ich tue mit dem, den ihr den König der Juden nennt? Sie schrien abermals: Kreuzige ihn. Pilatus aber sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Aber sie schrien noch viel mehr: Kreuzige ihn. Pilatus aber wollte dem Volk Genüge tun und gab ihn Barabbas los und ließ Jesus geiseln und überantwortet ihn, dass er gekreuzigt würde.
Wir singen jetzt eine Strophe aus dem Lied 94. Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist das Prätorium, und riefen die ganze Kohorte zusammen und zogen ihm einen Purpurmantel ein und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen: Gegrüßet seist du, der Judenkönig. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spieen ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihm. Wir wollen jetzt ein Orgelstück hören und dabei so als Meditation nochmal über den gehörten Text von heute nachdenken.
Pontius Pilatus. Hier hinter mir ein Foto vom Passionsweg im Klostergarten in Triefenstein am Main. Dort haben wir dieses Foto gemacht. Er steht oben auf dem Balkon und schaut auf die Leute herab. Pontius Pilatus. Niemals wird man seinen Namen vergessen. Immer dann, wenn das Glaubensbekenntnis gesprochen wird, immer dann erschallt sein Name. Wer ist Pontius Pilatus? Ein Römer, Statthalter der Provinz von Judäa, also einer von der römischen Besatzungsmacht in Israel, ein eingesetzter Verwalter. Er kümmert sich um die Einhaltung des römischen Rechts und um die Eintreibung der Steuern. Beim jüdischen Volk sicher nicht beliebt. Wer lässt sich schon gerne mit den Besatzern ein? Und wer zahlt schon gerne die von ihnen verlangte Steuer? Außerbiblische Quellen schildern Pontius Pilatus als Machtmenschen, hart, grausam, autoritär, rücksichtslos. Er setzt das Recht und oft sicher auch das Unrecht einfach durch, ohne Gnade zu kennen. Er war außerdem ohne jede Sensibilität für die jüdische Kultur. Seinem Kaiser gegenüber aber war er ängstlich und unterwürfig. In des Kaisers Licht wollte er glänzend erscheinen. Wer die Evangelien liest, bekommt von ihm das Bild einer tragischen Figur. Nachdem Jesus verhaftet worden war und ihm vorgeführt wurde, findet er nichts an ihm, was eine rechtmäßige Verurteilung rechtfertigen würde. Eigentlich will er Jesus darum ja wieder freilassen. Aber er unterliegt dem Willen des Volkes. Pontius Pilatus, ein ohnmächtiger Machthaber, denen ausgeliefert, über die er eigentlich zu herrschen und zu befehlen hatte. Er hängt sein Mäntelchen ganz schön nach dem Wind und er ist nicht imstande, ein Machtwort zu sprechen und für Recht zu sorgen. Gleichzeitig soll es aber auch nicht so aussehen, als wenn er sich durch irgendeine Gruppe hätte vereinnahmen lassen. Also gibt er auf. Macht, was ihr wollt, aber lasst mich in Frieden. Und so gibt er Jesus dem Willen der jüdischen Obersten preis, die das Volk aufhetzen, das wohl gar nicht so genau weiß, was es will und was es tut. Es wird nicht mehr argumentiert, es wird nur noch geschrien. Pontius Pilatus wäscht seine Hände in Unschuld. Seitdem ist diese Tat zum geflügelten Wort geworden. Eine Symbolhandlung, die vielleicht wie keine andere die Verlorenheit von uns Menschen darstellt. Mit ihr wird gesagt: Ich tue nur, was ihr wollt. Mich trifft keine Schuld. Pontius Pilatus ist nur auf sich selbst bedacht. Er will nur sein eigenes Gewissen reinhalten. Aber kann man es sich so leicht machen? Kann man Schuld einfach weitergeben? Und mit ihr die Verantwortung? Er gibt die Schuld dem Volk. Er selbst weist alles von sich weg. Losgeworden ist er nichts. Denn jeden Sonntag hält man ihm im Glaubensbekenntnis wieder vor, gelitten unter Pontius Pilatus. Nicht gelitten unter dem blutgierigen Volk. Nicht gelitten unter den von Hass erfüllten Menschen. Nicht gelitten unter den hartherzigen religiösen Führern, nicht gelitten
unter Neid, Lüge und Ablehnung. Nein, gelitten unter Pontius Pilatus. Kann man sich so sehr von einer eigenständig veranlassten Tat distanzieren, dass man nicht mehr schuld am Unrecht ist, das durch diese Tat entstanden ist? Wer ist schuld am Tod eines Verbrechers? Der Richter? Der Henker? Der Ankläger? Wer ist schuld am Unrecht des Krieges? Der Soldat? Der Befehlshaber? Das Volk? Wer ist schuld am Tod eines Embryos? Die Mutter? Der Vater? Der Abtreibungsarzt? Der Gesetzgeber? Die Gesellschaft? Wer ist schuld am Unrecht? Es ist die alte und auch immer höchst aktuelle Frage nach Befehl und Gehorsam, nach Verantwortung in dieser Welt, in großen und in kleinen Dingen, die uns das Leben stellt. An der Person des Pontius Pilatus ploppen viele ethische Fragen auf, die uns zum Nachdenken bringen. Pilatus hat sich entschieden. Er lässt geschehen, er liefert sich aus, er handelt gegen besseres Wissen und gegen den eigenen Willen. Er wäscht seine Hände in Unschuld und damit wird er neben Judas zu der tragischen Figur der gesamten Passionsgeschichte. Er schaut weg, spricht sich selbst gerecht und scheitert dann völlig als Mensch und als Person der Regierung. In dem Moment, in dem er Jesus den Henkern überantwortet, um eine Strafe zu vollziehen, für die es keinen Grund gibt nach römischem Recht, handelt Pilatus direkt teuflisch. Er erklärt Kraft seines Amtes das Unrecht zu Recht. Er dreht die Verhältnisse um. Er spricht Unrecht und ist sich dessen sogar bewusst. Grausamer geht's nicht mehr. Pilatus wäscht seine Hände in Unschuld und er wendet sich ab. Im vergangenen Jahr gehen wir noch einmal den Passionsweg im Kloster Triefenstein, zum zweiten Mal. Aufgefallen ist mir, dass diesmal im Brunnen vor dem Balkon, auf dem Pilatus steht, Wasser sprudelt. Ich frage mich, hat das vielleicht was mit dem Händewaschen zu tun? Mit dem Händewaschen in Unschuld? Ich sehe neben dem Brunnen eine Beschriftungstafel. Bin ich doch neugierig, was draufsteht. Da steht, jeder, der nah herbeikommt, soll sich einmal über den Brunnenrand beugen. Das mache ich. Und sehe in mein Gesicht. Auf dem Grund des Brunnens liegt ein Spiegel. Pontius Pilatus ist zwar der, der das Unrecht, der das Urteil gesprochen hat, aber ich bin kein unbeteiligter Zuschauer. Als ich da mein Gesicht sehe in dem Wasser, möchte ich auch am liebsten die Augen zumachen, wie die Jünger, die in Gethsemane geschlafen haben. Oder ich möchte weglaufen, wie die Jünger später bei der Gefangennahme Jesu. Aber ich kann mich jetzt nicht drücken. In einem alten Passionslied von Paul Gerhardt heißt es, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer. Die haben dir erreget das Elend, das dich schläget und deiner schweren Marter her. Mit all dem, was mich von Gott trennt und was ich meinen Mitmenschen schuldig geblieben bin, hab ich auch Anteil an dem Urteil, das über Jesus gesprochen wurde. Also nicht nach rechts und links gucken, ob's keiner merkt und dann harmlos pfeifend zurücktreten vom Brunnenrand, wegdrehen und weggehen, als hätte ich mit dem Ganzen nichts zu tun. Guck hin. Sieh dein Gesicht im Spiegel. Komm und sieh, das ist die Aufforderung der Bibel an uns Menschen, an uns alle.
Komm und sieh, wer Jesus ist, wer er für dich sein will. Pilatus ist kein Vorbild für uns. Seine ständige Nennung im Glaubensbekenntnis ist kein Respektzollen, sondern es ist Warnung. Seitdem können wir nicht mehr sagen, wir haben von allem nichts gewusst. Eine Mahnung ist es, dass man seine Hände nicht in Unschuld waschen kann. Pilatus lehrt, dass man so keine Schuld los wird. Sie bleibt einem an den Fingern kleben, sie haftet an der Seele, sie verfolgt einen und quält. Gott lädt uns ein, komm und sieh, denn Gott will vergeben und befreien. Es ist nicht die Schüssel im Wasser, in der wir unsere Hände von der Schuld befreien können. Es ist Gottes Liebe, die uns frei macht. Denn Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben, damit wir, die wir auf Jesus vertrauen, frei werden und Vergebung erfahren. Gott rettet die Welt durch seinen Sohn. Wir sind gerettet, allein aus Gnade. Das ist für uns geschehen, für uns alle, nachdem Jesus gelitten hat unter Pontius Pilatus. Amen. Thank you.
möchte noch zur dritten und letzten Passionsandacht einladen, nächste Woche Mittwoch, auch hier in der Trinitatiskirche um 19 Uhr. Sie wird dann gestaltet mit Pfarrer Albrecht und den Konfirmanden. Die Kollekte, die am Ausgang eingesammelt wird, soll sein für Brot für die Welt. Nun möchte ich gerne beten und bitte dazu aufzustehen. Jesus Christus, wir kommen zu dir und bringen vor dich unsere Hoffnung und unsere Zweifel, unsere Sehnsucht und unsere Ohnmacht. Sei unser Weg die Wahrheit, aus der wir leben. Nimm uns mit auf deinen Weg, dass wir Liebe lernen und Frieden bringen, einander achten und schützen. Nimm uns mit auf deinen Weg, dass wir verantwortungsvoll unsere Arbeit tun, dass wir uns nicht verstricken lassen in dunkle Geschäfte, sondern für Gerechtigkeit eintreten. Nimm uns mit auf deinen Weg, dass unsere Herzen frei werden von den Versuchungen, nur an uns zu denken, andere auszunutzen und zu beherrschen. Nimm uns mit auf deinen Weg, dass dein Wort in unseren Worten widerklingt, dass unser Reden hilfreich ist, Hoffnung bringt und befreit. Nimm uns mit auf deinen Weg, als Gottes geliebte Kinder, dass wir aus der Finsternis in dein Licht treten und dir Ehre machen mit unserem Leben. Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die Jesus seine Jünger gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich bitte nochmal Platz zu nehmen. Wir singen nochmal miteinander. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha.